Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bioshock Remastered. Wir sind jetzt hier in Tannenbaums, ich würde mal sagen, Versteck. Und ja, ich weiß nicht, was wir machen müssen. Ich schaue mich mal ein bisschen hier um. Hallo, mein Kind. Na, soll ich dir einen richtigen Hasen zeigen? Einen richtigen Bären? So, ich weiß nicht, was wir machen müssen. Mama Tannenbaum sagt, wir sollen ihm aus dem Weg gehen. Ihr seid also die Little Sisters. Moment. Little Sisters sind also hier zu Hause. Interessant. Nehme ich gerne mal mit. Lass mal hier alles wieder einsammeln. B.O. Hallo, meine Kleinen. Seid ihr noch normale Mädchen oder? Weil ihr seht alle so gleich aus. Leer. Wer ist das? Ich bin euer Onkel. Der ist gemein. Stimmt doch gar nicht. Warum können die da durch und mich nicht? Oh, danke sehr. Oh, ich habe mein Zeug wieder. Aber das Ding ist komplett ausgeblendet. Nein, nicht schon wieder so eine arme Katze. Mann, oh. Mann, die armen Katzen tun mir echt leid. Ah, jetzt funktioniert es wieder. Steckst du also mit Tannenbaum unter einer Decke, mein Kleiner? Ach, diese liebende Gänsemutter. Okay. Wir hatten unseren Spaß, Kleiner. Aber jetzt wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen. Nein, bin ich nicht. Nein. Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Kein Problem, wenn du nicht mehr nach meiner alten Pfeife tanzt. Ich hab noch was Neues auf Lager. Code Yellow. Oh, hat deine maximale Gesundheit verringert. Ich werde dir nicht gehorchen, Fontaine. Wenn du Fontaines Kontrolle entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fürchten haben. Brenne, los! Brennt erstmal. Ah, ich hab Auto-Hacken. Jawohl. Super. Wärst du so freundlich? Ich bin mir selber freundlich, aber nicht dir. Kann ich nicht aufnehmen? Schade. Ich bräuchte mal wieder Napalm. Hä? La 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 la. Ich schaue mich erstmal hier um, was es hier so gibt. Ein Big Daddy. Ich lag das Ding erstmal.
Wow. Mist. Muss da irgendwie vorbeikommen. Nein. So. So. Das nehme ich erstmal mal alles mit von euch. Was soll ich denn machen? Jawohl. Erstmal hacken hier. La 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 la. Moment, beeil mich gerade. Zack, zack, da bingo. Bam. Bam. Und das hier. Jawohl. Gen-Upgrades kaufen. Oh, ich kann wieder was kaufen. Super. Gesundheitsupgrade hätte ich gerne. Hätte ich auch gerne. Sonic Boom 2. Winter Blast 3. Nehme ich auch mal. So. Elektrohaut. Sie nehmen weniger Schaden durch Elektrizität. Sie fügen bei elektrischen Angriffen mehr Schaden zu. Human Inferno. Da hinten ist ja noch eine Little Sister, habe ich gerade gesehen. Oh. Money. Das ist ja ein richtiges kleines Monster, was Fontaine da ausgegraben hat. Wenn sie spricht, was so gut wie nie vorkommt, tut sie das mit einem schweren, ätzenden Akzent. Ihre Haare sind verdreckt und den senfbeschmierten Pullover trägt sie anscheinend jeden Tag. Aber eins muss sie Frank lassen, diese Osteuropäerin. Die Tenenbaum ist wie ein ungeschliffener Diamant. Keine Ausbildung, keine Erfahrung. Aber wenn man sie vor eine Gensequenz setzt, kann sie damit umgehen wie Mozart mit dem Cembalo. Mr. Puppet! Du glaubst, du kannst mich! Hallo, meine kleine süße Sister! Gib mir dein Adam! Danke! Rennst du bitte? Danke. Wow. Bleib bitte da. Danke. Gott. Hä? Oh, nehme ich einen mit. Mr. Papa. Kannst du mich mal? Fontaine. So, ich gucke mal, was hier hinter ist. Stimmt, den wollte ich auch noch hacken. Moment. Such gerade das richtige Teil dafür. Verdammt. Nochmal.
Jawohl. Wow. Das ist echt extrem knapp, ey. Wisst ihr das? Boah. Geschafft. Napalm habe ich jetzt wieder. Telefon kann ich nicht benutzen. Schade. Hey, warum ist mein... warten. Warum suchst du das Schlüssel? Wow. Wo kommt ihr denn hier, yeah? Aha. Die Zirkus der Werte. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Warte, ich nehme mich mal mit. Gehackt habe ich das Ding schon? Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Ich glaubte, die Paradies... So. Ne. Ich glaubte, dem marxistischen Altruismus der Kolchosen und der Fugiaris... Okay, wo sind wir hier? Ich weiß, ich bin noch nicht sehr weit gekommen, aber... Wo muss ich ja anfangen? Oh Mann. Ja, es war eine wunderschöne Nacht mit dir. Ich werde dich immer in Erinnerung behalten. Was labert der von Muttermilch? Was labert der für einen gequillten Blödsinn? Wo kommt ihr denn schon wieder her? Ich bin glücklich. Du bist glücklich gestorben, Junge. So, weiter. Ionischer Schrot. Nichts. Okay, ich kann kaum noch hacken, ey. Das ist echt zu nervig. Irgendwas. Ich will es haben. Warum kann ich das Geld nicht mit aufnehmen? Danke. Da lang. Wow.
Ihr seid echt wahnsinnig, wisst ihr das? Ihr seid krank. Krank, krank, krank. Was ich sehr interessant finde bei den Gegnern, die wissen, wo das Wasser ist und stürzen sich so sofort darauf. Das ist sehr lobenswert. Intelligente Gegner. Oh. Mal wieder Bugs. Wundervolle Bugs. Da kauert eine Leiche. Ja. Das ist die beste Nacht meines Lebens mit dir. Ich tue dir noch nichts. Ich helfe dir nur. Ich erlöse dich von deinem Leid. Nehme ich einen kleinen Adam von dir entferne. Ein Foto von dir gefälligst? Nitro-Splicer. Wow. Ah! Alter! Hier, du Mistkuh! Dann wo kommen die alle her? Ja. Boah. Alter. Muss da rein, offenbar, ne? Okay. Aber es ist mir momentan egal, wo ich rein muss. So. So. Ich schaue mir jetzt mal ein bisschen hier um. Wohnung von Sander Cohen. Wie groß ist denn diese Wohnung? Oh, sehr groß. Was bist du denn für einer?
den Schwanz einziehen! Oh. Was war das denn für einer? So. Das ist auch Coens Wohnung. Was macht er hier? Kann ich da nicht löschen. Leider. Auch mal wieder Verbandskisten, ey. Da. Ich finde diese Ambition, die Stadt unter der Wasser, ja ganz super, aber irgendwie ist ja alles außer Kontrolle geraten. Nehme ich mal mit. So. Die Küche. Nein, noch eine tote Katze. Das tut mir so weh, ey. Hä? Wenn man selber eine Katze hat, dann tut das einem echt weh. Warum komme ich hier nicht hoch? Schade. Wie war der Code? 0521, ne? 0521. War das richtig? War nicht richtig. So, gehe ich mal die Treppe hoch. Schauen wir uns mal die. Hier gibt es eine Wohnung, die ich betrachten muss. Die hier. Ja. Ich würde sagen, ich beende hier die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.